lieber unperfekt gestartet als perfekt gescheitert. Was ist denn deiner Meinung nach oder was ist dein Eindruck, wenn du mit Maklerinnen und Maklern sprichst zum Thema Sicherheit, Zielsetzung? Mit welcher Power gehen die an die Sache ran? Ich stelle zwei Hälften fest. Einmal, gibt es natürlich Leute, die da extrem viel Wert drauf legen, von Anfang an alles einmal so perfekt aufzubauen, ja, und dann erst loszulegen, mit bestimmten Dingen in die Umsetzung zu gehen oder was auch immer. Und ich stelle Leute fest, die das so on the go parallel machen. Ja, und auch die Motivation in der Umsetzung ist teilweise unterschiedlich. Ja, weil der eine probiert es natürlich, ist aber auch ein bisschen unterschiedlich, wie ist die Ausgangslage, wenn das ein Quereinsteiger ist, der eigentlich noch nichts hat, ne, das ist das eine, oder einer, der schon ein bestehendes Business hat, der jetzt bestimmte Dinge einfach optimieren und verbessern und integrieren will, also es ist unterschiedlich, kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Okay, das verstehe ich total, macht auch Sinn, weil klar, ein Quereinsteiger weiß ja erstmal gar nichts, ne, also oder so gut wie gar nichts. Mhm. Trotz alledem ist eine Sache sehr interessant, die ich immer wieder feststelle, und zwar, dass tatsächlich Leute Schwierigkeiten haben, Dinge zu starten, Dinge nach vorne zu bringen. Mhm. Weil wir haben ja eigentlich so drei Sachen, ne? Starten, etwas, also durchziehen und zu Ende bringen. Ja. Dieses zu Ende bringen ist ja, wenn du so willst, das, eine Sache zu closen, abzuschließen, ne? Zum Erfolg zu führen. Ne? Ja. Und auf diesem Weg bleiben schon mal Sachen auf der Strecke. Ja? Ja. Aber ich glaube, das ist ein großer Teil, ist einfach Unsicherheit. Angst. Ja, Angst, Unsicherheit, ja. Angst zu scheitern, nicht zu wissen, was ist denn jetzt so mein nächster Schritt überhaupt, ne? Mhm. Und so weiter. Und vor allen Dingen auch Prozesstreue. Ja. Ne? Weil ich merke das sehr schnell so bei dem Thema, ist die kleinste Abweichung von etwas macht die Leute schon unsicher. Die kleinste Abweichung von einem Prozess. Und was glaubst du, woran das liegt? Dass da so eine große Unsicherheit ist. Ja, das ist eine Frage, die kannst du meiner Meinung nach nicht mit einer einzigen Sache beantworten. Das sind viele Punkte. Du hast einmal natürlich fehlendes Wissen. Ja. Du hast fehlende Prozesse. Vielleicht haben die Leute gar keine Prozesse, woran sie sich überhaupt halten können. Oder haben vielleicht noch nie mit Prozessen gearbeitet. Genau, das ist so dieser Freestyle-Makler. Ja? So nenne ich den mal. Der hat alles in seinem Kopf. Und der macht halt alles so nach Gefühl, wie es gerade ist. Und da ist so das beste Beispiel so, ja, ich habe jetzt ein Objekt eingekauft. Da weiß ich eigentlich eh schon, dass es nicht verkauft wird. Aber das kam durch eine Empfehlung, privater Kontakt. Dem konnte ich jetzt nicht sagen, dass sein Objekt deutlich weniger wert ist, weil den kenne ich ja schon. Zum Beispiel, jetzt mal so ein ganz dummes Beispiel aus der Praxis, wo man halt merkt, okay, die Leute haben vielleicht gar keine eigenen Prozesse, woran sie sich überhaupt halten können. Und wenn ja, dann kommt halt eine Sache, wie zum Beispiel, dass das ein privater Kontakt ist. Und schon wird sich nicht mehr an einen Einkaufsprozess gehalten, zum Beispiel. Ja, genau, exakt. Also es wird sich dann einfach nicht mehr an einem Prozess gehalten, weil irgendwas eben jetzt anders ist. Ne? Ja. Schauen wir uns doch mal einfach so ein paar übergeordnete Spielregeln an. Also was ist eigentlich übergeordnet? Also ich finde zum Beispiel, habe ich heute auch im Live-Call den Leuten erklärt, was vielen einfach nicht bewusst wird, auch wenn man wieder mal das Thema Marketing nimmt, ist einfach Outflow, also wirklich maximale Power nach draußen zu geben, also Sichtbarkeit, ja. Sichtbarkeit. Einfach machen. Sachen einfach machen. Also ja. Aktionen starten. Genau. Aber dieses Thema verbreiten, ja, also verbreiten meiner Brand, meiner Dienstleistung und so weiter, ne? Das muss natürlich auch in einem gewissen Radius passieren, in einer gewissen Größenordnung passieren, weil ist ja klar, es gibt ja noch wirklich Leute da draußen, die sagen, ja, da verteilst du da deine 1000 Flyer und dann machst du erstmal ein bisschen Farming und so weiter. So, das ist natürlich, darauf kannst du ja keinen Erfolg aufbauen, ja, auf so einer Größenordnung. Das ist ja viel zu klein gedacht am Ende des Tages, ne? Und die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass in dem Moment, wo du jetzt Aufträge brauchst oder haben willst, dann auch tatsächlich einer in so einem kleinen
Radius verkaufen will. Ne? Ja. So. Ja gut, jetzt sagen aber natürlich wieder andere Leute so, ja, irgendwo muss ich ja starten und wenn ich jetzt noch nicht das Geld habe, das Budget, um groß zu starten, dann muss ich ja erstmal klein anfangen. Nee, da musst du dir halt eben Tippgeber, Multiplikatoren, da musst du halt eben auf die andere Art und Weise die Multiplikation hinbekommen und Reichweite. Ne? Mhm. Aber was ich eigentlich sagen will, ist diese Thematik, du sorgst erstmal dafür, dass deine Botschaft ganz, ganz, ganz viele Leute erreicht. Egal über wie viele Kanäle, du brauchst halt immer eine bestimmte Anzahl an Kanälen oder Zugangswege, nennen wir sie mal, Zugangswege, damit du bekannter wirst. So, nehmen wir das mal an. Was aber das Problem ist, dass, ich sag mal, viele Makler nicht viel Ahnung von Marketing und Werbung haben und sich unheimlich viele Gedanken über zum Beispiel ein Prospekt, ihre CI, ihr Logo und so weiter machen und dadurch nicht starten und dadurch nicht nach vorne. Homepage, CRM und was auch alles, starten aber nicht. Also da kommt kein Öl auf die Kette. So. Das führt ja dazu, dass die sich permanent selber stoppen, ja, ja, und im Kreis drehen. Weil Outflow, also Vollpower nach draußen, ist wichtiger als die Qualität. Und wenn wir uns mal anschauen, das, was wir unseren Kunden liefern, Vorlagen, Anleitungen, Checklisten, Prozesse, ist ja schon belegbar, beweisbar und durch viele unserer Kunden bestätigt, maximal besser als das, was alle anderen da draußen ja eh schon haben am Ende des Tages. Ja. Das heißt, ich brauche mir über das Thema Qualität ja gar keine Sorgen zu machen, zumindest wenn man bei uns Kunde ist. Ja? Ja. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Also kann ich ja voll rausfeuern. Weil, pass auf, lass mich den einen Punkt noch nennen. Weil jetzt habe ich 80%, sagen wir mal, okay, von Qualität, die eh schon besser ist als das, was 95% der Makler da draußen tun. Aber wie viel Zeit muss ich investieren, um jetzt von den 80 auf 100%, weil ich jetzt gerade ein schlechtes Gefühl habe, schlechtes Gewissen habe oder glaube, nicht gut genug zu sein? Das ist der Zeitfaktor. Verstehst du? Dieses immer noch einen draufsetzen. Aber das liegt ja daran, dass also ich weiß genau, was du meinst und das erkenne ich natürlich auch immer in den Calls, die ich selber führe. Und die Leute verlieren sich halt sehr schnell in Sachen, wie zum Beispiel Logo-Erstellung, Design von irgendwelchen Dingen, ja, war so unwichtige Dinge. Also natürlich ist das schon irgendwie wichtig, aber halt nur in einem bestimmten Rahmen, ja. Und das hat einfach was damit zu tun, dass den Leuten teilweise gar nicht bewusst ist, welche Maßnahmen wirklich wichtig sind. Also UPAs wirklich, umsatzproduktive Aktivitäten, ja. Was sind denn wirklich die Aktivitäten, die direkt zum Umsatz beitragen? Was sind denn wirklich die Aktivitäten, womit ich meine Zeit investieren muss, soll, kann und das auch sinnvoll ist? Ja, weil am Ende des Tages haben wir alle 24 Stunden, nur irgendwie hat, weiß ich nicht, Elon Musk wahrscheinlich seine 24 Stunden besser investiert, weil der hat halt einfach ein paar Milliarden mehr auf dem Konto. Ja, ja, klar. Weißt du, was ich meine? Ja, total. So, am Ende des Tages ist ja das genau, worum es geht. Womit verbringe ich meine Zeit? Ich habe eine Palette von 1000 Sachen, die ich machen kann. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also ich habe heute ein Beispiel gebracht zum Thema Exposé. Ja, und unsere Exposé-Vorlagen, die wir haben für unsere Kunden, sind outstanding. Die sind einfach krass. Ja? Ja. Und dann habe ich mal erklärt, ich sage, pass mal auf, ihr könnt das natürlich den Leuten als Anhang rausschicken. Das ist auch gut. Und nehmen wir mal an, du würdest 20 Immobilien im Jahr verkaufen, wo viele Makler schon froh wären, wenn sie das tun würden. Ja? Ja. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel 20. Und wir sagen mal, du hättest im Durchschnitt 30 Anfragen. Im Durchschnitt 30 pro Objekt. Kommt ein bisschen auf den Standort an, bla bla bla. So, sind 600. Jetzt überlege mal, du hast ein richtig cooles Exposé, was wirklich besser ist als das von allen anderen, also kein Standard-Exposé, kein CRM-Exposé und so weiter, ne? Was 10 andere Makler auch haben, dann sind 600 Leute, die das online, wenn sie eine Anfrage stellen, ja öffnen. Ja. Pass auf, jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt habe ich gesagt, von diesen 600 Leuten, sagen wir mal 20% besichtigen die Immobilie. Nur mal so als Beispiel. Ja.
Ja, das wären dann 120, wenn ich richtig gerechnet habe. Das bedeutet, 120 Leute auf die Objekte verteilt und jetzt druckst du das Ding aus. Hochglanz, UV-Lack vom Allerfeinsten. Mit noch einer schönen Seite, also ne, so 16 Seiten, richtig schön smart gemacht. Jetzt haben 120 Leute nicht nur online gesehen und der Effekt ist ja der, sie öffnen es online und dann sagen sie automatisch, wow, das habe ich noch bei keinem anderen Makler gesehen. Ja. Jetzt kriegen sie das in der Besichtigung, dann sagen die nochmal, wow, weil jetzt kriegen sie es ja sogar noch in einer Hardcopy-Version. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was schätzt du, wenn jetzt also 120 Leute besichtigen und so ein Exposé mit nach Hause nehmen? Mit wie vielen Menschen sprechen die darüber, dass sie eine Immobilie kaufen wollen? Einfach mal eine Zahl, schätz mal. Ich würde jetzt sagen 15, 10, 15. Okay, sagen wir mal, das wären nur 3 oder 5. Also ich glaube, es sind mehr. Aber nehmen wir einfach mal eine Zahl. Weil, schau mal, am Ende, das ist ja, hat ja auch was. Leute sind ja stolz, wenn sie was kaufen wollen, sind ja, die ja stolz, das erzählen ja auch eben Friseur. Ja, und selbst, und jetzt kommt ja der Punkt, also es gibt ja zwei Gründe oder zwei Auslöser, warum sie mit anderen drüber sprechen. Einmal ist es das Objekt, weil sie es kaufen wollen. Wenn es scheiße ist, das Objekt, werden sie eigentlich nicht so unbedingt drüber reden, weil dann sagen sie, pff, hat ja, nicht gepasst. Ja, aber sie reden vielleicht über den Fakt, dass sie grundsätzlich kaufen wollen. Genau. Aber jetzt kommt eine zwei, also genau, das wäre erstens, die wollen das Objekt kaufen, zweitens, sie wollen grundsätzlich was kaufen, reden mit anderen. Und jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie begeistert sind von dem, was sie erleben, und wenn du als Makler besser bist als die anderen, dann werden sie über dich reden. Weil dann werden sie sagen, ich habe endlich mal einen Makler kennengelernt, der cool ist. Ja, und man wird ja sowieso verglichen, weil wenn einer kauft, dann guckt er sich ja nicht nur ein Objekt an. Oder wenn einer kaufen will, guckt er sich ja mehrere an. Das heißt, mehrere Makler. Wir wissen zu 95% Wahrscheinlichkeit, dass andere das nicht machen. Wovon du ja redest ist, am Ende fokussiert der Makler sich ja größtenteils immer auf Käufer und Verkäufer. Ja, also den Käufer, der den Zuschlag dann kriegt und den Verkäufer. Aber Kaufinteressenten, die alle zu Besichtigungen kommen, die alle Anfragen stellen, werden vernachlässigt. Obwohl das natürlich die Leute sind, die am Ende das Image des Maklers publizieren, so nach dem Motto, der Makler schließt nur die Tür auf und verdient viel Geld. Exakt. Ja? Und hier ist einfach die Aufgabe, und das ist ja das, was du sagen willst, weil das, da geht es auch teilweise in meinen Beratungsgesprächen ab und zu drum, den Verkaufsprozess so sichtbar und wertvoll wie möglich für alle Leute zu machen, die Kontakt zu dir, zu deinem Business, zu der Immobilie hat, die du im Verkauf hast. Genau. So, und dazu gehört natürlich zum einen das Exposé, aber auch die Leute mal vernünftig abzuholen, verbal, wenn sie zur Besichtigung kommen, denen mal zu erklären, wie arbeitet denn eigentlich die Firma, welche Prozesse habt ihr, ja, wie geht's weiter und so weiter. Das gibt ja auch schon ein Gefühl von Professionalität. Ja, also. Ich würde trotzdem das Beispiel mal gerne zu Ende bringen, weil 120 mal 5 oder mal 3 ist ja völlig egal. Das heißt also, ein paar hundert Leute werden in der Kommunikation dieser 120 Leute in irgendeiner Weise was mitbekommen. Ja. Also vom Potenzial her. So, jetzt haben wir aber die 600 Leute ja auch noch. Die werden ja auch irgendwo darüber erzählen. Ziehen wir also die 120, die bei der Besichtigung waren, ab, sind es immer noch 480. Ne? Und da rechnen wir jetzt mal, was weiß ich, mal 3, da sind wir irgendwo, sagen wir mal, roundabout bei 1500. Ja? Und jetzt muss man sich einfach nur mal die Zahlen vor Augen führen. Wie viele Menschen sind da wieder drunter, wenn du permanent wirklich coole Flows machst? Wie viele Menschen sind darunter, die auch wieder was verkaufen wollen und so weiter und so fort? Und am Ende ist es einfach so, dass der Makler braucht wirklich maximal viele Kanäle, auf denen er Power macht. Und was ich auch sagen kann, ist, dass unsere Prozesse unseren Kunden, also unseren Teilnehmern, maximale Sicherheit geben. Und was auch noch ganz spannend ist, das Beispiel bringe ich gleich noch, ist halt diese variable Mensch. Weil der Makler ist unsicher, startet deshalb nicht
Oder er fängt an, Dinge einfach zu verändern. Er probiert irgendwas aus, hat aber eigentlich gar keine wirkliche Gewissheit darüber, ob das, was er da gerade ausprobiert, funktioniert. Kann ich an einem sehr genialen Beispiel festmachen. Ja. Wir waren aber ja beim Thema jetzt Power, ne? Outflow, richtig Gas geben. Und am Ende des Tages ist das übrigens wichtiger als das, was reinkommt vom Fokus, weil es wird ja automatisch kommen. Weil je mehr du raushaust, umso mehr kommt rein. Ja. Das ist ja logisch, ne? Und die Quantität, was viele ja denken, heißt ja nicht, dass die Qualität Schrott ist. Die Qualität ist ja trotzdem gut, aber du richtest deine Aufmerksamkeit auf das, was du raushaust. Auf Quantität, auf viel. Dass viele, viele, viele Menschen erreicht werden. In natürlich trotzdem vernünftiger Qualität und guter, also ne, ja, natürlich, outstanding. Ja, aber da ist ja der Markt, der Marktdurchschnitt ist ja da jetzt nicht so extrem anspruchsvoll zu übertreffen. Ja? Weil ich wollte ganz kurz, bevor du dazu was sagst, ich frage mich ja jetzt resultierend aus dem, was du jetzt erzählt hast, warum machen die Leute es nicht einfach? Das kann ich dir sagen. Also ich glaube auch, dass ich dir sagen kann. Dann sag es. Sag's. Ja, hat ja schon immer so funktioniert. Warum soll ich was ändern? Oder, also das könnte es einmal sein, fehlender Anspruch an das eigene Tun, ja, und einfach fehlende Wahrnehmung, dass da überhaupt Potenzial drinsteckt, dass die Leute es gar nicht checken. Betriebsblindheit, weil sie sich vielleicht auf andere Dinge fokussieren oder einfach dem Tagesgeschäft hinterherrennen, ja, weil durch das, was man tut, entsteht Tagesgeschäft, das heißt, man arbeitet einfach nur noch ab. Wie ein Roboter. Man macht, geht an Telefone dran, beantwortet Mails, macht Besichtigungen, ist eigentlich nur in der Objektaufbereitung am Feststecken, hat gar keine Zeit, sich wirklich mit Marketing zu beschäftigen. Das ist doch das, was wirklich im Alltag passiert. Hast du vollkommen recht. Ich würde noch eins hinzufügen oder ergänzen. Schau, guck mal, lass uns mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Wir reden über Immobilien und jetzt sagen wir mal, es hat jemand sich ein Einfamilienhaus gekauft. Und jetzt ist Frühjahr und Familie sagt, die Frau sagt, ich hätte gern ein Gartenhaus. Und dann sagt der Mann, Schatzi, genau darauf habe ich gewartet, dass du das sagst. Ich baue das Gartenhaus selbst. Und jetzt, lieber Leon, kannst du einen richtig großen Spaß bekommen. Wenn du nämlich mal beobachtest, wie der Typ sein Gartenhaus baut. Ja. Entweder... Der ist nämlich jetzt in der Lage zu sagen, erstens, ich bin ein guter Handwerker, ich habe die Fähigkeit, die Grundlagen und ich informiere mich, hole mir eine coole Anleitung, YouTube-Videos, denke mich da richtig rein und baue dann ein richtig geiles Gartenhaus nach Ego-Problem, Anleitung. Ego-Problem. Ja, auch. Ja, aber auch. Und die Leute wissen ihre Zeit gar nicht zu schätzen, ja, weil die rechnen gegen, was sie bezahlen müssten, um mit Profis zusammenzuarbeiten, mit Experten, die das wirklich können und jeden Tag machen, ja, und wollen dann da sparen, indem sie es selber machen. Ja, aber es gibt ja auch die Weigerer, also der Mensch, der nicht, wir haben ja eben auch noch in einem anderen Gespräch drüber gesprochen, Menschen, die einfach nicht die Bereitschaft haben, sich an etwas zu halten, also an Regeln, Prozesse, Vorlagen, was auch immer, so, die fangen dann an einfach, und das ist ja das Problem, wenn du es nicht kapierst, dann fängst du an zu dribbeln. Also sagt er jetzt, okay, ich brauche einen Hammer, ich brauche Nägel, ich brauche eine Bohrmaschine vielleicht noch und Akkuschrauber. Und jetzt fangen die an, sich da richtig so das geile Gartenhaus zusammen zu trippeln, zusammen zu hämmern. Und das beschreibt, also das Leben und die Beispiele aus dem Leben beschreiben im Endeffekt am allerbesten, wie die Leute ihr Business betreiben. Safe. That's it. Zu 100%. Last but not least, ein kleines Beispiel. Wir haben... Anfang des Monats September. Wir haben ja jetzt Oktober 2023. Wir haben Anfang September haben wir im Bereich von Events, ich will jetzt gar nicht zu detailliert da reingehen, weil das ist so ein bisschen ein Coaching-Geheimnis auch, aber wir haben ein Event organisiert mit einem Kunden von uns, haben ihm wirklich mit ihm gemeinsam eine coole Blaupause entwickelt. Und er hat das 1:1 umgesetzt. 1:1. Und das war sein erstes Event. Und wir haben auch einen anderen, der das auch gemacht hat, aber der hat den Prozess nicht eingehalten, wie ich es erklärt habe, und so weiter und so fort. Am Ende des Tages hat er sich da irgendwas zurechtgedribbelt, 10, 15 Leutchen da gehabt, vielleicht
15, 18 Leute, that's it. So, und jetzt kommt das Beispiel von diesem einen, der genau das 1:1 so gemacht hat, wie ich es ihm gesagt habe. Ergebnis, 43 Teilnehmer, 10, also Potenzial, 10 Alleinaufträge, die sich jetzt ein bisschen verteilen auf die nächsten Monate. Ja. Mhm. Die ersten Aufträge sind schon im Sack. Ja, und die Veranstaltung war letzte Woche Mittwoch. Ja, das heißt also, innerhalb der ersten Woche sind schon die ersten Deals gemacht. Potenzial, wie gesagt, es werden am Ende wahrscheinlich so 10 Aufträge rauskommen. Das ist eigentlich eine Maßnahme, die das Ergebnis von den meisten Maklern, die in einem Jahr schaffen, in einer Woche am Ende. Genau. Und jetzt muss man eine Sache dazu sagen. Ich habe halt schon über 25 Jahre, um genau zu sein, 20 Jahre Erfahrung, nee, mehr. Ach, das sind fast 30 Jahre jetzt Erfahrung, nur was das Thema Events angeht. Ja, also 1995 habe ich mein erstes Event gemacht. Also ich weiß halt ganz genau, wie das funktioniert, dass du da 50, 80, 100 Leute sitzen hast und vor allen Dingen weiß auch genau, was musst du an welcher Stelle wie sagen, damit einer nach dem anderen umkippt und am Ende des Tages sagt, will ich haben. Ja, so, und da siehst du halt wieder genau das Gleiche wie mit dem, ich hätte es beinahe gesagt, Baumhaus, wie mit dem Baumhaus oder, und ich will dazu sagen, ich habe auch schon mal ein Baumhaus gebaut auf Stelzen, du erinnerst dich vielleicht, Leon, ja, was wir wirklich Freestyle gebaut haben. Ist aber sehr geil geworden, hat aber sehr lange gedauert, mit einer Anleitung wären wir viel schneller fertig gewesen, ja. So, jetzt hatte ich zum Glück noch einen Schreiner mit dabei, der Ahnung davon hat, sonst hätte ich das wahrscheinlich nie auf die Reihe gekriegt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, Botschaft ist rübergekommen, ja. Ne, was wir heute sagen wollen. Und im Prinzip ist es das ja schon, einfach mal hier in der Infobox auf den Link klicken. Und ich glaube wirklich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass es sich mehr denn je lohnt, mit uns ins Gespräch zu gehen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Ciao. Ahoi.